Persönlichkeit. Was mich an ihm stört, ist, dass er so oft Sonnenbrille im Leben auf. EA Sports. It's in the game. Das zum Thema Sonnenbrille. An mich stört mich am meisten seine Frisur. Die ist so von den 60er Jahren, glaube ich. Auch wenn es nicht zum Abklappen mit dem Tore verhindert, Joe Boateng gehört schon längst zu den Leistungen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Let's Play UEFA Champions League. Ich habe euch gesagt, ich zeige euch ja den einzigen Starter im Europa League, Eintracht Frankfurt. Es gibt ja zwei, Frankfurt und Freiburg, aber leider ist jetzt selber 2006-2007, war Freiburg nicht in der Bundesliga. Und deswegen kann ich leider nur mit Frankfurt spielen. Schauen wir einfach mal, wie weit Eintracht Frankfurt kommt. Ja, denkt ihr nichts, ist normal. Frankfurt mit zwei Siegen gestartet in der Champions League. Nochmal gewonnen, das heißt ein Punkt braucht Frankfurt, um im Achtelfinale zu sein. Und das war, ja, man muss es nur sagen, damit steht Frankfurt, der Europa League Teilnehmer, ich sag Freiburg kann ich ja leider hier nicht nehmen, weil die da nicht in der ersten Liga waren, stehen im Achtelfinale der UEFA Champions League und ich sage jetzt einfach mal Europa League. Und im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen, ein Deutsch-Deutsch-Duell. Ja, das Hinspiel 0-2 verloren, aber Frankfurt hat noch eine Mini-Chance und ich hoffe, das können wir jetzt nutzen hier in der, ich sag jetzt immer noch, Europa League. Frankfurt spielt ja eigentlich in der Europa League diese Saison. Also im Achtelfinale der Europa League, Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Das sind von Bayer und Sebastian Hellmann, hallo, schön, dass Sie dabei sind und wir versprechen Ihnen jetzt schon ein richtig spannendes Fußballspiel. So, der schwierigste Teil liegt hinter Ihnen, so scheint es zumindest. Vor einigen Polygonen den Sack zumachen, aber ob das so einfach wird. Los geht's. Es wäre schon bitter für Frankfurt im Achtelfinale in der Europa League gegen Bayer Leverkusen auszuscheiden. Klar, es ist, spielt natürlich Champions League, aber wenn Frankfurt dann in der Europa League spielt, sage ich einfach, das ist jetzt einfach mal die Europa League. Ja, so setzt man natürlich die Abwehr hart unter Druck. Und die Abwehr steht sie kompakt und resolut.
Und das ist eigentlich schon die Entscheidung. Man kann es jetzt eigentlich schon voraussagen. Frankfurt scheitert im Achtelfinale in der Europa League aus gegen Leverkusen. Sinnspiel hat 2-0 verloren. Das hier jetzt hat schon 1-0 hinten. Das ist die Entscheidung. In der Gruppenphase noch so gut gespielt. Und jetzt kriegen sie ja nur noch einen auf den Deckel. Tut mir ehrlich gesagt leid für die Frankfurter. Amanatidis. Gerade im Deutsch-Deutsch-Duell in der Europa League auszuscheiden. Und das im Achtelfinale. Und das war schon toll, dieser Pass. War netter. Souverän zu einem Mitspieler geworfen. Ja, und der Trainer will natürlich auch nicht, dass er da Gefahr heraufbeschwört. Einfach raus mit dem Ding. Ja, viel Lob getrieben in der Halbzeit vom Trainer. Der wird sich das genau so vorgestellt haben. Spiel bestimmen, auftreten, offen am Ball sein, an den Kurs anziehen. Also wenn der Gegner sich etwas einfallen lässt, dann passiert er jetzt. Sind jetzt in der gegnerischen Hälfte postiert. Ja, es könnte sein, dass er die Situation abgeklärt hat. So, das ist jetzt der letzte Abwehrspieler, den er noch vor sich hat. Stefan Kiesli. Ja, und jetzt müssen sie nach vorne kommen. Der Ball war im Tor aus, ganz klar, und das muss jetzt Abschluss geben. Jetzt läuft das Spiel wieder komplett in die andere Richtung. Leider hat er sich vielleicht selbst gewundert über diese Distanz, aber er ist gut gegangen. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler den Schuss abkommt. Weltklasse vom Schuss. So, der Ball ist draußen, geht Eckball. Und das ist die Chance. Ah, den Kopfball hat er gut getroffen, aber der Ball geht weit am Tor vorbei. Schöner Kopfball. Das hat der Verteidiger gut gemacht, wie er die Situation geklärt hat. Barbares. Schneider. Ja, da macht ihn keiner aus. Das kann er ganz gut aus der Distanz das gegnerische Tor in Gefahr bringen. Keine Zweikampfhalte hat er hart geführt, aber das war alles im Rahmen des Erlaubten. Das geht schon in Ordnung. Also, Eintracht Frankfurt scheidet im Achtelfinale der Europa League aus gegen auch gegen einen deutschen Vertreter mit 1-0.
gegen Bayer Leverkusen. Und jetzt ist es vorbei. Frankfurt also ausgeschieden. Ich sag, Freiburg konnte ich leider nicht spielen, weil sie da nicht 2006, 2007 nicht in der Bundesliga waren. Und der Sieger des Europa League 2014, Fragezeichen, heißt Inter Mailand. Aber naja, schauen wir einfach mal. Was sehen wir wieder im Finale? Naja, egal. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Manuel. Servus, bis bald.